Herzlich willkommen hier zu unserem Exklusivinterview mit dem berühmten Kalla-Ehepaar. Die Kallas leben nun schon seit fast 5 Jahren hier in Kabu, Afrika und haben es zu erheblichen Reichtum gebracht. Wie haben sie das geschafft? Nun ja, lassen Sie mich sagen, dass das vor allem erstmal eine ziemlich große Glückssache war. Wir sind mehr oder weniger durch einen kleinen Fauxpas eher ungewollt hier gelandet. Kleiner Fauxpas. Hättest du den Spritzstand mal getestet, dann hätten wir dem Tod gar nicht ins Auge sehen müssen. Es ist ja nichts passiert, nicht wahr? Wir waren kurz vor einem Flugzeugabsturz. Und dann diese ganzen Viecher überall. Ein Flugzeugabsturz? Können Sie das konkreter beschreiben? Also, das war so. Mein Mann und ich waren gerade auf der Heimreise. Wir wollten unsere kleine Privatschätzner zum größeren Flughafen nehmen. Ja, und weil mein Mann leider vergessen hatte, den Benzinstand zu kontrollieren, ist uns der Sprit auf der Welt ausgegangen. Liebes, ich habe es kontrolliert. Die Anzeige war einfach kaputt. Verstehen Sie? Die Anzeige war kaputt. Ja. Naja, wir sind da gut gelandet. Zum Glück kann mein Mann so etwas. Schließlich haben wir festgestellt, dass wir nichts mehr tun können. Anders. Jetzt mach doch mal was. Weißt du eigentlich, wie ich aussehe? Mann, halt's Maul, ich hab kein Netz! Sag mal! Schrei mich nicht so an. Mann, wir müssen hier irgendein Quartier finden, ich kann keinen erreichen! Wer ist denn daran schuld, dass wir jetzt hier sind? Ja, ich oder was? Ja! Ach! Du? Was, ich? Du hast doch nicht geguckt, ob noch Sprit im Tank ist! Mann, die Anzeige ich war doch hier gut. Hin! Hier, kein Zentimeter weg. Was machst du nicht? Na, du musst dich jetzt um alles kümmern. Ja, wahrscheinlich. Mann, scheiße, mein Flugzeug! Ach! Ja, dann haben wir uns ein wenig gezankt, bis ich plötzlich auf etwas Weiches getreten bin. Komm, hol deinen restlichen Krempel da raus, wir müssen hier verschwinden. Jetzt soll ich ja noch irgendein Quartier finden! Bitte? Oh, Madame, geht hier nicht mehr. Nein, ich bewege mich ja nicht von der Stelle. Du musst doch nicht verarschen. Das war doch deine Idee, diesen blöden Urlaub zu fahren. Ja, dann fressen dich halt die Löwen! Du musst mir nicht zwingen. Lass mal sehen. Das ist gleich eine Schlange gewesen. Wir müssen hier verschauen, Lena. Ach, Hannes! Alles nur wegen dir! Nachdem ich lauter BBC-Reportagen gesehen habe, war mir natürlich vollkommen klar, wie ich mich in so einer Situation verhalten musste. Einfach ruhig und ganz cool bleiben. Richtig. Bin, konnte ich mich an nichts mehr erinnern. Völlig, ich weiß nichts mehr. Mein Bein schmerzt. Woher soll ich denn ahnen, dass die Schlange nicht tödlich ist? Das sagt einem ja keiner. Darling, das weiß jedes Kind, dass man eine Giftschlange an der Farbe erkennt. Schatz, meinst du etwa, wenn sich diese Schlange in mein Bein reinbeißt, dass ich da noch auf die Farbe achte? Natürlich nicht, Schatz. Und wie ging es weiter? Ich habe es dann irgendwie schaffen können, das Netz für den Mobilfunk wiederherstellen zu können, dass dann sofort erste Hilfe angefordert werden konnte. Mein Hans, das ist mein Mann, der alles könnte.
Naja, dann konnten halt diese Einheimischen in Abuja. Abuja, im Süden. Genau, im Süden, um uns dann sofort ins nächste Lager fahren zu können. Und? Was haben Sie gesagt? Sie kommen gleich vorbei und schicken Hilfe. Es müssen in wenigen Stunden hier sein. Gut. Sie meinen auch, dass die Schlange wohl nicht giftig war. Ich hasse dieses Land. Und so habe ich mich in das Land verliebt. Das hört sich alles sehr spannend an. Nur wie sind Sie in dieser kurzen Zeit zu solch einem Reichtum gekommen? Nun ja, wie ich bereits am Anfang sagte, war das alles eine ziemlich große Glückssache. So sind Sie an Ihr Gold gekommen. Eine unglaubliche Geschichte, nicht wahr? Wow, was für eine Geschichte. Nun, das war die packende Story, wie die Kallas an ihren Reichtum gekommen sind. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir das Geheimnis von Hugh Hefners Schatz nachgehen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche, wenn Sie möchten. Das war Celebrity Rapper. Grüße an Deutschland. Tschüss. Tschüss.